bin jetzt stehen geblieben bei diesem wunderschönen Ort hier. Da gibt es eine Aussichtsplattform, haben sie mir gerade gesagt. Ich bin eigentlich noch ganz zufällig stehen geblieben, weil der junge Mann da hinten, der hat so einen Hühnerspieß gehabt. Und ich mir gedacht, da haben so Hühnerspieße zum Verkaufen, so wie überall auf der Straße, bin stehen geblieben. Ich habe sie gefragt, ob sie was zum Essen haben. Und dann sind sie mal verwundert, ja, du kannst Hühnchen haben. Und sitze ich schon da mit Hühnchen. Und bin rausgekommen, das ist kein Geschäft gewesen, die haben mir das einfach so gegeben, gratis. Das Glück, das ist wirklich jeden Tag auf der Straße. Da und passiert mir irgend sowas und ich glaube, ich habe schon wieder Gas bekommen. Hallo, ich habe jetzt eine neue Gastgeberin und die hat gesagt, wir schauen sich heute gleich mal ihr Land an, die ganzen Früchte. Gestern angekommen in der Nacht, gleich die Gummistiefel gebracht. Da haben wir einen Regenschirm mit, weil es heute sehr viel geregnet hat in der Früh. Schauen wir uns mal die ganzen Felder an, was sie so hat. Und unter anderem auch goldene Frucht von Thailand. Die Frucht, die was am meisten wert ist in Thailand. So, eine kurze Fahrt, vielleicht 5 Minuten. Das sind jetzt die Durian-Früchte. Das sieht man auch ein bisschen. Und das ist eine von den beliebtesten Früchten in Thailand. Die goldene Frucht, die wird auch auf China exportiert, ist extrem schwierig zum Anbauen, weil sie eigentlich nur in richtig feuchtem Gebiet gut wachsen kann und kalt darf es auch nicht werden. Der Baum, bis das erste Mal trägt, zwischen 5 und 6 Jahre. So schauen die aus, eigentlich ganz gewöhnliche Bäume, meiner Meinung nach, so wie ein Apfelbaum. Und das sieht man auch. Diesen Teil, der was ein bisschen gelber ist, den kann man essen. Das ist jetzt der gelbe Teil, den kann man essen und das nicht. Das. Ah, probiert's mal was. Ein Stückchen. Mhm. Sehr gut, süßlich. Passt ein bisschen nach Honig. Konsistenz ist ungefähr. Boah, schwer zu beschreiben. Wie von so einer Pfirsich. Aber sehr gut, sehr gut. Ich glaube fast nicht, dass es so Frucht ist. Kostet jetzt noch was? Ganz unterschiedlich. Dann ist es wieder wie bei einer gekochten Kartoffel. Der Schmack auch ganz anders. Ein Riesending ist das. Mit ganz vielen Stacheln. Cool. Riesenbäume hier. Die Durianbäume. Ich würde sagen, 6 Meter ungefähr, 6 Meter, 6 bis 8 Meter. Und ich habe jetzt noch eine Durianfrucht gekostet und die hat wieder ein bisschen noch ganz anders wie eine Maroni geschmeckt und auch von der Konsistenz her. Und sie sagt, die reifen dann noch nach, also wenn sie mal geerntet worden sind, also da liegen, dann reifen sie noch nach und sie sagt, morgen ist es auch schon süßer und softer der Geschmack. Ganz unterschiedlich. Also mich korrigieren. Die Früchte, die wachsen 16 Monate lang. Und dann dauert es 6 Monate nochmal zur Nachreife. Also die werden schon geerntet und es dauert dann noch 6 Monate zum Nachreifen. Also eine extrem lange Zeit, also nicht 6 Monate, 1 Hektar. Das sind insgesamt 5 Hektar, was sie da jetzt hat. Und eine riesengroße Fläche, da gehen wir gerade durch alles. So, jetzt geht's auch schon wieder heim. Der Moment. So, jetzt haben wir uns noch die Guaben angeschaut. Und die werden nämlich in solchen Tüten gepackt, weil es dann schneller reifen auch, unter anderem. Also innerhalb von 2 Monaten sind die fertig gereift und sie kann eigentlich jeden Tag was ernten und gleich was verkaufen. Auch sehr praktisch. Heute ist die Durian-Ernte oder auch Stinkfrucht genannt. Und heute werden es geerntet. เป็นสนิมอยู่ตรง
Da sieht man auch die Pflücker und die Ernte, die sind hoch konzentriert, abgestimmt. Gefangen. Das schaut so aus, hier gibt es den normalen Gärtner in den Garten. Die wohnen meistens hier in so Hütten, so klein. Und dann kommt, wenn dann die Ernte abgeschlossen ist und das Ganze verkauft ist und der Preis ausgehandelt ist, dann kommt eine Erntebrigade. Das sind die Leute da. Das ist immer ein Zweierteam und ernten das Ganze ab. Und da gibt es mehrere Teams und die ernten das an wenigen Tagen ab, die ganze Ernte, und bringen das weg. Und genau, so ist die Aufteilung.